Manche zahlen 700 Euro, andere zahlen 860 Euro. Es hängt von ihren Mitteln ab und von der Anzahl der Reisenden, die ein Schlepper zusammenbekommt. Am Anfang hatte jeder Verwandte, die gehen wollten. Also haben wir uns organisiert. Jeder hat zwei oder drei Kunden gebracht. Wenn man arbeitslos ist und weiß, dass sich damit Geld machen lässt, arbeitet man eben als Schlepper. Damit kann man pro Person 30 bis 60 Euro verdienen. Ich erinnere mich an meine Kindheit. Ich habe auch gehungert. Es gab Hirsebrei ohne Zucker. Das isst man nur, wenn man muss. Eis? Ja. Und kein Boot hat was gefangen? Nein. Kein einziges Boot? Kein einziges. Das wundert mich aber. Heute bringt die Fischerei kaum noch etwas ein. Früher konnte ich gut davon leben. Doch seit etwa 7 Jahren wird es von Jahr zu Jahr schwieriger. Als ich gemerkt habe, dass es hier nicht mehr läuft, ich glaube, das begann 2001, habe auch ich überlegt, über Mali und Libyen nach Italien und noch weiterzukommen. Ein Freund hat mir damals davon abgeraten. Wenn dir klar wird, dass deine Zukunft ungewiss ist, bleibt dir eigentlich keine Wahl. Heute bereue ich manchmal, dass ich es nicht getan habe. Aber es ist riskant. Und ich habe Familie. Was, wenn ich im Meer sterbe? Würde mein kleiner Sohn das verkraften?